Ja, Leute, mit diesem Intro, was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, begrüße ich euch zu dem nächsten Projekt von Mio94. Wieder ein Teil der Assassin's Creed-Reihe, diesmal der dritte Teil, der für den PC erhältlich ist. Ich weiß, also zwischen 2 und 3, oder zwischen 1 und 2, nein, zwischen 1 und 2, gab es noch Assassin's Creed Bloodlines oder sowas, aber nur für die PSP. Deswegen habe ich den nicht gespielt und ja. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Muss ich jetzt wirklich Enter drücken? Ach stimmt, ich muss das erst Dingens umändern. Okay. Assassin's Creed Project Legacy auf Facebook spielen, um Belohnungen und Boni in Assassin's Creed Brotherhood freizuschalten. Ne, machen wir nicht. So. Ich werde jetzt kurz die Einstellung vornehmen und dann geht's weiter. Okay, das war's auch schon. Ja, wir fangen direkt an. Gucken uns erstmal den Anfang an. So. Los geht's. Nein, nicht Desmond, wieder mir auf 94. Das behalten wir jetzt einfach mal bei. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Schon besser. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Ja, das war wieder die Zusammenfassung der letzten beiden Teile. Bei Assassin's Creed 2 gab es ja am Anfang die Zusammenfassung von Assassin's Creed 1. Und weiter geht's. Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Okay, wir spielen wieder Ezio. Oh, ich muss X... Oh Gott, schon geht's los. Erstmal schön X-Spam. Ja klar, stich ihm das in seine scheiß Rüstung. Ich glaube, ich muss das echt blind nennen, weil ich kann mich an kein bisschen davon erinnern. Ich muss weiterreden, weil Musik und so. Part 105 hat schon Werbung drauf. Atomexplosion. Erfolge, technische Schwierigkeiten. Was ist los? WTF. Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Oh, da war gerade die Frau vom Ende des zweiten Teils. Ja, das schon haben wir die ersten 10 Uplay-Punkte. Das ist auch gut. Dazu komme ich auch gleich. Denn es gibt wieder neue Sachen. Genau wie im... Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was?
Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Na, aber es sieht besser aus und heller in diesem Raum. Vorher war der ja schwarz. Il Vaticano, Dezember 1499. Das Jahr, in dem wir Rodrigo Borgia haben entkommen lassen, weil er so dumm ist, sich nicht zu rächen. Gott! Das regt mich immer noch so auf. So, jetzt mache ich einen Cut. Guck, wie die Aufnahme ist und so weiter. Mario folgen. Ja, gut, das ist schon jetzt ein bisschen Spoiler. Bis gleich. Gut, ab jetzt läuft die Uhr mit. 5 Minuten, Soundquali ist super. Aber hier, das sieht ja gar nicht mehr so schön aus. Vorher, als das so ein bisschen krumm war, fand ich das geiler. Aber das mit der DNA an der linken Seite ist richtig geil, irgendwie. Im Inventar ist eine neue Montur freigeschaltet. Das sollte jetzt die Map sein. Ja, sieht auch anders aus. Oh, wir können Rom erkunden, oder was ist das? Ach, das ist ein Borgia-Turm. Ja, da kommen wir auch noch zu. Genau, Nein, warte, wir gucken uns jetzt erst die Datenbank an, denn wir haben jetzt irgendwas über Ezio erhalten. Gucken, wie viel da steht. Nö, das lese ich nicht vor. Aber ich werde einen Cut machen und mir das auch durchlesen, denn das ist wichtig. Ihr lest euch das wieder durch, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann ist auch schön. Ist nicht mein Problem. So. Und eine neue Montur haben wir auch. Die gucken wir uns auch direkt an. Wo ist denn hier das Inventar? Nein, das ist es nicht. Option, nö. Freunde? Ah, Multiplayer. Ja, hallo? Na okay, das kriegen wir bestimmt bald auch noch hin. Kleiner Cut, ich lese mir das durch. Gut. Das habe ich mir jetzt auch durchgelesen, da stand nicht wirklich was Tolles. So, wollen wir uns mal angucken. Es sieht schon mal detailreicher aus. Wir haben immer noch die gleiche Farbe, was ich richtig geil finde. Wenn wir uns jetzt grün gefärbt hätten im vorherigen Teil, fände ich es auch geil, wenn wir immer noch grün sein würden. Wo ist denn das jetzt reingegangen? Das spiegelt schön. Und die Framerate geht gerade ein bisschen runter. Egal. Weiter. Umhang zittert. Richtig gut, der Borgia ist weg, aber der Stab ist noch da. Ist ja logisch, ne? Logisch mit Ü. Ah, stimmt, ich wollte ja noch diese Sachen mit den Uplay-Punkten sagen. Der Controller vibriert. Das ist so laut. Ist das gut oder was? Boah, ich höre nichts mehr. Ich höre mich nicht mal selber. Hör doch mal auf zu vibrieren jetzt. Schön. Kollege, so was passiert, wenn man zu neugierig ist. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Mal so eben an der glatten Wand. So, natürlich, wie kommen wir jetzt hier lang? Adlerauge! Warte, gedrückt halten. So. Und jetzt können wir hier uns schön umgucken. Alles glitzert und bringt mich durcheinander, aber da... Wo es schön hell bleibt, können wir hoch. Oh Gott, der klettert so schön. So, können wir noch den... Ja, wir können den Sprung noch. Bam, ist doch richtig geil. Endlich mal was, wo wir nicht alles wieder von neu anfangen müssen. Wir spielen anscheinend immer noch Ezio. Oh Gott, jetzt geht's schon weiter. Ich will vorlesen. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Oh, wie gut es einfach aussieht. So, und... Oh, warte, da war was. Mario Auditore. Das könnt ihr euch gerne wieder durchlesen. Für mich stand da ja vorhin schon nichts Wichtiges drin. Ich möchte einfach weiter aufnehmen. Deswegen werde ich das auch tun. Haha. So, und jetzt möchte ich euch das sagen. Also es gibt wieder, wie im vorherigen Teil...
diese Dinger zum Kaufen sozusagen. Für diese Punkte, die wir schon bekommen haben. Ich habe jetzt insgesamt 40, habe auch schon einen Teil gekauft. Das ist eine Kampagne mit Leonardo. Wir müssen ihn retten. Und ja, er wurde halt entführt, deswegen müssen wir ihn retten. So, das war es auch schon. Dann gibt es noch ein Wallpaper für 10 Punkte. Werden wir uns natürlich nicht holen, weil gibt es bei Google. Die Edelmann-Tracht. Also wir können Ezio mit einer Montur ausstatten, dass er halt wie ein edler Mann aussieht, wenn wir mit Ezio rumrennen können. Für 20 Punkte werde ich mir auch nicht kaufen, weil... ist doch... Alteis Rüstung für 20 Punkte. Ich weiß gar nicht warum, weil wir haben die doch schon an. Kommt mir zumindest so vor. Ich denke aber auch, das ist nur eine Montur und werde ich mir auch nicht kaufen. Alteis Umhang hatten wir schon im letzten, Teil. Werde ich mir auch nicht holen. Pistolenkapazität auf 10 erhöhen. Werde ich mir womöglich holen. Und den Hellekin. Ich dachte, er ist Harlekin. Und jetzt weiß ich nicht, ob der im Multiplayer ist oder im Singleplayer. Aber den werde ich mir holen. Der kostet 40 Punkte. Muss halt nur gucken, wann. Und wie ich Monturen freischalte. Naja, unsere Gesundheitsquadrate sind immer noch alle da. Hier gibt es nicht wirklich was. Egal, Mario hinterher. Die Pfeile über dem Kopf sehen auch schon schöner aus. Was haben wir denn alles bei? Ah, richtig gut. Achtet mal jetzt auf die linke Seite. Wir können jetzt die Medizin zum Beispiel durch Gift austauschen. Aber das lassen wir erstmal. Jetzt könnten wir zum Beispiel das Schwert durch Messer austauschen. Das ist richtig geil. Aber ich glaube, das mache ich auch direkt. So. Ha, pünktlich. Cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Okay. Capella Sistina hatten wir auch schon im letzten Teil. Das wird halt jetzt nur noch mal so aufgezählt. Also wer das im letzten Teil schon durchgelesen hat, muss das, glaube ich, nicht mehr lesen. Auf ihm spricht der Teufel! Die Fresse! Ram, ram, ram. Ich habe einen Spaß hier. So, hau mal rein. Nehmen wir mal unser Messer raus. Messer raus. Oh, kann ich noch gar nicht. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Nein. Meine Rüstung schützte mich. Okay, die kennen wir auch schon aus dem Trailer von Assassin's Creed Brotherhood. Womöglich aus dem Literal-Trailer von Tobauschkes. Okay. Scheiße, jetzt hat er schon die Tür aufgemacht. Ich denke mal, jetzt gibt es schon einen Cut. Und dann sehen wir mal weiter, was im nächsten Part so auf uns zukommt. Wir sehen uns dann. Ich hoffe, es hat euch bisher schon mal gefallen. Ich werde wohl noch den Screenshot... Obwohl, nein, ich werde keinen Screenshot einblenden. Dafür bin ich zu faul. Na, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.